So, das ist mein Blog shit.de, den ich seit 2007 mittlerweile mache. Bei mir ist es auch so, dass ich mir eigentlich im Vorfeld der Konferenz das erste Mal richtig wirklich Gedanken gemacht habe, seit wann ich das mache, warum ich das mache, wie ich angefangen habe und wo ich heute gelandet bin. So, das ist mein Blog, so wie er heute aussieht, mit dem Blogbeitrag von gestern. In dem Rahmen habe ich eben auch nochmal auf meinem Telefon nachgeguckt, was mein erster Blog-Eintrag war. Damals habe ich 2007 in Wien gewohnt und in Wien studiert. Und der erste Blog-Eintrag war im Prinzip einfach, dass ich darauf hingewiesen habe, dass ich damals meine These war, die ich auch bis heute vertrete und mit dem ich auch gleich mit meinem Vortrag beginnen würde, dass Street Art und Urban Interventions eigentlich ein wahnsinnig elementarer Bestandteil des öffentlichen Raumes und der Stadt geworden sind und es bis heute sind und es auch werden bleiben. So, und beginnen möchte ich einfach mit ein paar Arbeiten, die quasi mein Verständnis von Street Art rüberbringen sollen. Und das ist jetzt eine aktuelle Arbeit von Banksy, die in Miami dieses Jahr, als er zur Oscar-Verleihung eingeladen worden ist, entstanden ist. Und auch wenn ich Banksys Arbeiten und seine Arbeiten, aber auch seine Gesellschaftskritik sehr schätze, möchte ich eigentlich sagen, dass Street Art weitaus mehr ist als bunte Bilder an Wänden. So, das ist eine Arbeit von Mentalgassi aus Berlin. Und man wird gleich sehen, also viele Arbeiten kommen aus Berlin und New York. Aus Hamburg habe ich keine dabei, worüber man mit Sicherheit mal diskutieren müsste, warum das so ist. So, das aber nicht hier. Und also Street Art und Urban Interventions können eigentlich oder thematisieren sehr gesellschaftsrelevante Themen und Fragen wie hier das Thema Überwachung oder monofunktionale Räume oder Voyeurismus und. So, das ist eine Arbeit von Mr. Talion, ebenfalls aus Berlin. Und hier kann man eigentlich sehen, quasi wie räumliche und städtische Funktionen einfach in Frage gestellt werden oder umgedeutet werden und auch damit spielerisch umgegangen wird. So in dem Fall ein bisschen ironisch und fast sarkastisch. So, das ist eine Arbeit von Brad Downey, ein Amerikaner, der aber ebenfalls in Berlin lebt seit einigen Jahren. Und hier kann man sehen, dass er eigentlich im Prinzip einen Schritt weiter geht und wirklich direkt eingreift und mit den vorhandenen Strukturen der Stadt einfach die räumlichen Funktionsmuster und die räumlichen Begebenheiten in Frage stellt und künstlerisch umdeutet. So, das ist eine Arbeit von Rune Madsen aus New York, der im Prinzip noch einen Schritt weiter geht und wirklich in das städtische Geschehen 1:1 eingreift. Ich hoffe, da kommt jetzt ein ganz kurzer Film. Ich hoffe, wahrscheinlich muss ich mit der Maus draufklicken. Der ist auch nicht lange. Ich könnte ihn auch abbrechen sonst, wenn er zu lang ist. Und da kann man einfach mal schön. Der hat auch Musik, kann man ihn ein bisschen lauter machen, dann wirkt es noch schöner, finde ich. Und das ist einfach jetzt die Arbeit, wo er wirklich in das aktuelle oder in das Stadtgeschehen eingreift und wirklich mit diesen Raumregulieren eingreift. Das, was normalerweise Ampeln oder Schranken oder Rohre machen, macht er durch eine kleine künstlerische Intervention. Und die Leute, das Interessante ist eigentlich, dass die Leute sich 1:1 dran halten, obwohl sie es nicht müssen. Genau. Und das ist eine Arbeit auch von einem amerikanischen Künstler aus Newcastle und das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise, aber in dem Fall kann man schön sehen, inwieweit es wirklich zum Dialog zwischen Künstler, zwischen Aktivist und Stadtverwaltung oder Stadt kommen kann. In dem Fall in Anspielungen, es funktioniert auch nur da, weil es halt so eine strikte Anti-Graffiti-Politik gibt, die, sag ich mal, in Deutschland ja nicht ansatzweise so schlimm ist wie da. So, und jetzt ist einfach eine kleine Bildfolge und die spricht eigentlich für sich. So, das war's schon. Der Künstler hat noch einige Arbeiten mehr gemacht, wo er noch wesentlich längere Dialoge mit über Farb- und Grautöne führt. Und ich weiß nicht, welcher Seite das mehr bewusst ist, aber es ist eine schöne Arbeit, finde ich, die einiges verdeutlichen kann. So, und das ist eine Arbeit von Epos 24 aus Tschechien, der letztes Jahr auf dem zentralen Platz in Prag sich das Recht genommen hat, 50 Quadratmeter öffentlichem Raum auf einem, wie gesagt, zentralen Platz einfach sich zu nehmen und, sag ich mal, wirklich in den gängigen Mustern und auch Bauweisen von der Stadt einfach sich diese 50 Quadratmeter genommen hat und versucht hat, im Nachhinein über die Stadtverwaltung, sag ich mal, den Rückbau zu
organisieren. So. Und die Stadtverwaltung war halt völlig damit überfordert, weil es halt die Zuständigkeit nicht geklärt war und niemand wusste, wer es aufgebaut hat. Und dementsprechend stand das Kunstwerk, sag ich mal, für 2 Monate da und die Stadtverwaltung hat es einfach nicht sagen können. Also sie haben die die Rückbaugenehmigung quasi nicht erteilt. So. Und das finde ich eigentlich ist ein schönes Beispiel, wie man quasi auch die Verwaltungsprinzipien in Frage stellen kann und irgendwie mit denen künstlerisch und spielerisch umgehen kann. So, das ist jetzt eine Arbeit von Aram Bartol, der im Übrigen, wer heute Abend in Hamburg sein sollte, hält einen schönen Vortrag an der HAW. Und das ist jetzt eine ganz andere Arbeit, aber das war letztes Jahr, da steht 2011, das stimmt nicht, das ist 2010, dass er eine Bauanleitung für Google Street View Cars, die quasi nur so aussahen, ins Internet gestellt hat und damit zur Transmediale durch Berlin gefahren ist, weil gerade die Diskussion um die Aufnahmen von Google Street View so populär waren. Und genau das ist, kann man jetzt schwer erkennen, das ist wiederum, ich weiß bis heute nicht, vielleicht weiß es einer von hier, ob es eine künstlerische Intervention ist oder eine reale Tatsache, das ist ein Bauschild für 26 Eigentumswohnungen hier irgendwo auf dem Prenzlauer Berg und auf der Rückseite, kann man schwer sehen leider, auf der Rückseite, oben rechts, ist eine temporäre Behausung vom Obdachlosen oder eben halt eine künstlerische Intervention. Aber auch dafür, finde ich, können die Arbeiten stehen, um Themen wie Gentrifizierung und Verdrängungsprozesse zu symbolisieren. Das Foto habe ich jetzt mit reingenommen, weil ich letztes vor einigen Wochen auf ein ganz spannendes Urteil vom Amtsgericht Köln gestoßen bin, das besagt hat, dass Graffiti-Schmierereien am Hauseingang zur Mietreduzierung führen können. So. Und ich finde, das wirft zwangsläufig die Frage auf, inwieweit kann man mit Graffiti und Street Art, sage ich mal, regulieren in den Mietmarkt und auch in die Stadtentwicklungsprozesse eingreifen auf der Seite von regulierter Abwertung, aber eben auch durch die ganze populäre und marktfähige Street Art durch Banksy und Co., die halt quasi Stadtteile aufwerten können, wo die Forschung absolut am Anfang ist, wo aber noch sicher in der nächsten Zeit einiges kommen wird. Und ich habe noch gestern auf Urbanophil gab es eine Künstlergruppe aus Amerika, Splasher heißen die, glaube ich, die bewusst wirklich Werke übermalen, quasi um auf der einen Seite dem Kunstmarkt zu entziehen und auf der anderen Seite aber auch, weil sie vermuten, dass das die ersten Anzeichen von Gentrifizierungsprozessen sind. So, ich hoffe, das hat im Prinzip kurz verdeutlicht, was quasi meine Interpretation und also meine Prämisse für Street Art ist und warum ich diesen Blog mache, weil ich würde sagen, es ist weitaus mehr als bunte Bilder und Street Art schon lange das Medium der Wand und der bunten Bilder verlassen und kann sehr produktiv auf der einen Seite Stadt hinterfragen und auf der anderen Seite aber auch quasi richtig eingreifen und Stadtproduktion betreiben. So, das sind jetzt mal ein paar Künstler der letzten Monate, die aufgetaucht sind, wobei man sagen muss, sind nicht alles Künstler, sind mittlerweile auch viele Architekten, Stadtplaner, Designer und, die sich daran beteiligen. So, jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Vortrages kommen, warum Blogs, glaube ich, genau für diese Art von Arbeiten so wichtig und auch nötig sind. Und zwar einer der grundlegendsten Bestandteile von Street Art ist, dass sie halt wirklich einen temporären Charakter hat. Also sie taucht relativ spontan auf. Und im Normalfall taucht sie auch relativ spontan, also verschwindet sie relativ spontan wieder. Sie wird entfernt, sie wird übergemalt, sie wird geklaut und dem Kunstmarkt zugeführt oder so. Und deswegen ist eigentlich die einzige Dokumentation, die es gibt, sind Videos und Fotos und die lassen sich spontan am besten über Blogs verbreiten und gleichzeitig kann der Ort bekannt gegeben werden, sodass man die Möglichkeit hat, die Werke überhaupt zu besuchen. So, genau, und das finde ich, eigentlich konnte man ganz schön an diesem Rosenthaler Platz Farbattacke von vom holländischen Konzeptkünstler Ipe sehen. So, die Bilder haben im Prinzip über Stunden haben sich in der ganzen Welt verbreitet und die Aktion selber, die Farbe war nach ein paar Tagen wieder weg und der Nachklang ist immer noch da. Also ich sehe das immer noch auf einigen Blogs, wie das immer wieder bei Facebook auftaucht, so, weil das halt einfach so ein starkes Bild war. So, und zu Funktionsprinzipen lasse ich jetzt da Tim Birkholz und Jaron Höfken bei uns im letzten Space Mac einen schönen Artikel geschrieben, deswegen den lesen, dann wird es auch klar. Genau, und dann gibt es einfach noch kurz einen aktuellen Hinweis gleich. So, es gibt mittlerweile relativ professionelle Anstrengungen, quasi die Verortung von Street Art in Form von Geodaten, also mit Google Street View in diesem Fall quasi irgendwie zu sammeln und zu orten.
Ganz anderes Beispiel vom Projekt Mundraub, ganz andere Richtung, aber ich finde, hier kann man nochmal sehen, das ist eine Website, die sammelt einfach Orte von herrenlosen Obstbäumen. Und ich denke, da kann man darüber diskutieren, ob es nicht wirklich eine Form von neuen Öffentlichkeiten und auch räumlichen Öffentlichkeiten produziert und räumlichen Netzwerken und vielleicht sogar neue Art von Freiräumen. So. Das ist nochmal ein Projekt von Aram Bartol auch. Das sind Dead Drops, die in der Stadt verteilt sind, wo man quasi ein anonymes Offline-File-Sharing-Netz hat. Und letztendlich laufen aber die Informationen, wo die Standorte sind, auch wieder über diese klassischen Websites wie Google Earth. So, jetzt zum dritten Teil des Blogs, also des Vortrages, meine ich. Und zwar zu meiner Arbeit. So, das ist mein Arbeitsplatz im Frappant in Hamburg-Altona, wo 140 Kreative, wie es immer so schön heißt, sitzen. Und das ist eigentlich der Platz, von dem ich zentral alles blogmäßig mache, aber auch meine ganz andere Arbeit. Ab und zu bin ich zu Hause, arbeite da. So, und das, was man sieht, ist eigentlich das Zentrale. Das Einzige, was ich brauche, ist ein, mehr oder weniger ein Computer und ein WLAN. Rechts ist nochmal ein Telefon, so benutze ich nicht, nur zum Telefonieren eigentlich. Und vielleicht noch wichtig sind die Bücher, die hinten liegen. Also die nachhaltige Dokumentation der Werke läuft letztendlich auch über Bücher noch. Und die ist auch, sagen wir mal, kunsthistorisch und vielleicht generell wesentlich wichtiger, denke ich, noch als den Blogs. Was aber, glaube ich, ein Problem ist generell, dass der Wertschätzung von Online und Print immer noch. So, genau, das ist jetzt mal einfach nur ein Screenshot von meinem Mail-Programm. Warum ich das zeige, ist eigentlich einfach aus dem Grund, weil ich immer wieder gefragt werde, wo kriegst du denn die ganzen Beiträge her und wo kommt das alles her und wieso weißt du das alles und wieso wissen das die anderen nicht. So. Das hat einfach damit zu tun, dass ich erstens fast täglich irgendwelche E-Mails kriege und worüber ich auch wahnsinnig froh bin eigentlich, dass es irgendwie so Anklang findet und dass die Leute mir immer wieder was schicken und wegen willst du nicht. Mittlerweile muss ich da gucken, ob das nicht eher so, sag ich mal, zur Eigendarstellung ist. Hallo. So, und dann kann man jetzt schwer lesen, das ist eigentlich so die zweite Inspirationsquelle, wobei die beiden relativ gleichwertig sind. Das sind jetzt so eine Auswahl von meinem Google-Startseite, wo die Blogs abonniert sind. So, das ist also der oberste Anfang. So. Und das ist halt so quasi das Zweite, ist einfach dieses Reblogging, wenn man das woanders auf greift, dass man es dann wieder aufnimmt und im Idealfall weiterführt, wobei meine Beiträge mittlerweile eher ja, Veröffentlichung, also nichts dazufügen, sondern einfach weiterfügen, weil ich einfach keine Zeit habe momentan. So, da habe ich mich das erste Mal mit meinen Blogbeiträgen quasi in der Anzahl beschäftigt, von 2007, oben ist 2007, wo ich in Wien gewohnt habe, dann 2008 ist wenig passiert, also zum Vergleich vielleicht der weiteste jetzt 2009, am Ende sind ungefähr 60 Blogbeiträge im Monat und oben sind es ungefähr 3-4. Dann kann man sehen, wo ich mal im Ausland war für ein paar Monate, wo ich gar nichts gemacht habe. Und dann eigentlich Ende 2009, 2010 und 2011 ist eigentlich so da, wo ich hauptsächlich aktiv war. So, und 2011 nimmt es wieder ein bisschen ab, was auf der anderen Seite damit zu tun hat, dass ich noch einen Blog habe und noch ein Diplom schreibe, auch noch. So, genau, so. Und jetzt würde ich noch kurz ein paar Sachen zur Wichtigkeit meiner Meinung nach von oder zur Möglichkeit von Social Media. In dem Fall will ich es beschränken auf Facebook, weil ich benutze Twitter, so, aber das ist automatisch verknüpft. Damit habe ich, also ich gucke da nicht rein, ich weiß nicht, was da passiert gerade. So. Aber vor eineinhalb Jahren war ich noch so notorischer Facebook-Verweigerer. Und dann war ich aber 6 Wochen lang in Brasilien und Argentinien. Und habe einige extrem interessante Gespräche geführt, extrem spannende Kontakte geknüpft. Und da wurde mir so oft nahegelegt, dass wir uns nur noch auf Facebook sehen werden, dass ich es einfach gemacht habe. So. Und dann war auch der Schritt, eigentlich, dass ich das mit meinem Blog verknüpfe, gelegt. Und seitdem folgen da 2300 Leute. Und vielleicht zur Information, mittlerweile kommt ungefähr 30% der Besucher kommen über Facebook, danach kommt Google-Suche. Und dann erst die direkten Zugriff, also was auch eigentlich ganz spannend ist, finde ich. So, weil Facebook ist halt wirklich so ein News-Ticker, den hat man quasi, hat jeder als Startseite momentan. Und ich denke immer ohne das nicht. Der Vorteil von Facebook sehe ich momentan nur in, ja, man kann Inhalte noch schneller verbreiten, sie werden schneller weitergegeben und die direkte Kommunikation zwischen Leser und Autor funktioniert wesentlich besser. So. Weil Blogbeiträge werden in der Regel wenig kommentiert, warum auch immer.
das habe ich bis heute nicht verstanden, so, aber ich glaube, da ist Facebook von Anfang an so aufgezogen worden, dass es quasi die Interaktion ermöglichen soll. Dadurch lebt das ja auch. Genau, und das ist auch Facebook, so als Resonanzanalyse ist das fast noch stärker eigentlich als Google Analytics, weil halt Facebook ja die ganzen Daten, der quasi auch die Sozialdaten der Nutzer hat. Das heißt, wenn man jetzt mal hier reingucken würde, kann man sehen, so die meisten der Leser, kann man jetzt nicht sehen, die meisten der Leser sind zwischen 25 und 35, kommen aus Hamburg und Berlin und sind weiblich, interessanterweise. Und das, da stellt sich aber auch die Frage, was man daran gut sehen kann, ist, dass es ein junges Medium ist, was von jungen Leuten benutzt wird. So, ich weiß nicht, ob ich da eine Verbindung zu meinem Blog herstellen kann, aber im Prinzip wird es wahrscheinlich ähnlich sein. So, die Leute, die dieses Medium nutzen, sind verhältnismäßig jung. So. Also man sieht, die Leute zwischen 50 und 60 sind, glaube ich, bei Facebook 1% oder 1,5. So. Genau, einen kurzen Hinweis auf mein neues Blogprojekt Urban Bio. Also ich habe dann im Prinzip einfach alles vom Namen und vom CI einfach übernommen, aus Zeitgründen, aber auch, weil es einfach gepasst hat und weil mein Plan damals war, alles quasi, man kann alles mit Urban anfangen, so, das funktioniert immer. Ne? Und wie bei Urbanophil finde ich es auch im Übrigen wahnsinnig schön, dass alles Urbanofilms, Urbanotours, das funktioniert einfach. Ne? So, genau, und das ist ein Blog, den ich irgendwie auf der einen Seite als Motivationshilfe für mein Diplom, wo ich gerade über Urban Farming und Urban Gardening schreibe, gemacht habe, und auf der anderen Seite auch quasi als Netzwerk- und Research-Plattform. Wird auch ganz gut besucht, so ist aber, liegt eher daran, glaube ich, dass das momentan eng mit einem anderen Blog verknüpft ist und ich auch eher aus dieser Urban Interventions-Ecke komme. Und wenn es dann wirklich ein bisschen fachlich wird und subsistenzmäßiger, dann interessiert es die Leute kaum noch, leider. So, genau. So, und dann vielleicht nochmal, was sich daraus aus meinem Blog ergeben hat. Also als Fazit würde ich sagen, nach 4 Jahren, ich wusste damals überhaupt nicht, wo es hingeht, weiß ich heute wesentlich mehr, immer noch nicht ganz. Und was sich daraus ergeben hat, sind jetzt spontan immer konkretere Kooperationen. In dem Fall jetzt seit kurzem mit Kampnagel, wobei dann noch nichts Inhaltliches passiert ist. Dann auf der anderen Seite mit dem Weiß Magazine, das hat damit was zu tun, wir werden inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, so. Aber ich denke einfach, das ist eine gute Kooperation in Form von, dass quasi noch einer breiteren Schicht, so, was auch immer mein Anliegen war und ist, quasi das einer breiteren Schicht so an Interessierten zu vermitteln, so, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben und die immer noch denken, Street Art sind schöne, bunte Bilder, die an der Wand sind. So, dann mit einem eigenen Projekt in unserem Haus im Frappant versuchen wir relativ viel zu machen. Dann bin ich dabei mit der Hafen City Universität, was mal noch was spannend werden kann, so. Was damit, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Blog auf den ganzen Literaturlisten auftaucht momentan. Und ich halt jetzt gucke, dass da irgendwie auch, dass irgendwie eine intensivere Beziehung zustande kommt. Und dann versuchen wir immer noch, bringen ja einmal im Jahr das Urban Space Mag raus. Und das ist so ein richtig klassisches Printmagazin, was einmal im Jahr monothematisch erscheint, so. Und da versuchen wir auch irgendwie die Verknüpfung zwischen Internet und Printmedium irgendwie noch zu festigen. Das ist aber nicht ganz so leicht und da muss man unbedingt, sollte man mal auch drüber diskutieren, quasi inwieweit die beiden ergänzend oder gegeneinander arbeiten können. So. Soweit eigentlich von mir, dann will ich das schon schließen, meinen Vortrag. Und Dankeschön für die Einladung nochmal. Vielen Dank, Rudolf, auch an dich für den schönen Vortrag. Es ist, finde ich, unheimlich facettenreich. Man sieht scheinbar, die Vernetzung funktioniert und auch der Weg in die reale Welt zurück funktioniert auch. Und den wollen wir jetzt auch mal kurz gehen. Viertelstunde Pause, wie gesagt, nebenan in der Waschbar gibt es Kaltgetränke, es gibt Kaffee, es gibt belegte Brötchen mit Biopasten. Und die Sanitärräume sind auch hier nebenan. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns um 11:45 wieder hier und hören dann was von Architektur, Tourist und von internationalen Blogs. Musik
Thank you.